Ich hasse Traumwandern so unglaublich. Nimrods Arm leuchtet. Weiß. Oh nein. Zu früh gefreut, Hauser. Kann ich noch ein heilendes Wort wirken? Auf ihn? Aber es ist nur Nimrod, niemand anders. Du siehst deinen eigenen Rücken nicht. Aber von denen, die Leute, also ich sehe ja Xerod und Mycroft sind ja auch in Hals. Hauser, geht es euch gut? Überhaupt nicht. Nein. Warte, ich kann Mask Your Wounds machen. Das kannst du tun, ja. Dann mache ich das. Und zwar, weil ich euch so lieb habe. Rette mich, so wie ich dich gerettet habe. Auf Level 9. Geil. Auf meinem maximalen Level. Was? 9? Nee. Das kannst du noch. 5 ist dein maximales Level. Ich kann auswählen 9. Du hast keine, nein, du hast keine Level 9 Spellslots. Ach so. Ach so. Achso, du bist im Schlaf zum Erzmagier geworden. Du kannst Level 5 kannst du es machen. Ja. Das ist Cure Wounds, ja. Ja gut, das ist ja auch der Minimum-Level dafür. Aber ich sehe gerade mal eine 1, Gönnung. Auch immer. Ja. So. Und wie viel? Ich kann erst 12. Ja, okay. Ist auch nur 6 weniger, als auf Level 9 gewesen wäre. Hab ich besser gewürfelt. Dann bin ich... Also Minecraft ist nicht mehr in der Reichweite, oder? 60 Fuß? 30 Fuß ist es leider. 30 Fuß, ja. Also 60 Fuß Reichweite, aber der Radius ist 30 Fuß. Das heißt, aber kann das nicht so casten, dass das alle trifft? Nee, das geht von ihm aus. Auf keinen Fall. Also wenn nee, wenn er auf Gaga castet, kriegen es alle hier drumherum, ja. Ich caste es jetzt dann nicht als nicht überlegt, sondern als Reaktion darauf, um zu verhindern, was da vielleicht gerade passiert. Also ich versuche halt... rammt sein Schwert in diesen Holzboden und hält sich daran fest und geht so auf die Knie. Rammt sein Schwert in Numrod. Das hat keinen Sinn mehr. Übrigens, ich hab keinen Bock mehr. So, also 12 dazu für Gaga ist wieder voll, für wieso hab ich dich denn nicht? Ich bin doch wieder voll, hab ich gerade gesagt. So. War schon eine ziemliche Nahtoderfahrung. Ja, es war echt knapp. Und ihr seht, das Pulsen wird stärker und Mycroft, du kannst dich am Schwert festhalten sehen, wie bei Gaga sich aus den Schulterblättern ätherische Flügel ausbreiten. Das ist der Drache. Ich leg mich einfach auf den Boden und warte auf das Ende. Du siehst, wie Nimrod tatsächlich auf die Knie und mit dem Gesicht voran auf den Boden einfach auf den Boden fällt. Und auf seinem Rücken Flügel. Aus Nimrods Rücken? Ich möchte kein Engel werden. Große, ledrige Schwingen. Das sind keine Engelsflügel. Das ist egal, ich bin bewusstlos. Und dann umfängt euch zunächst eine gnädige Schmerze. Gnädig. Die habe ich schon die ganze Zeit. Das Nichts um euch herum ist zunächst wohltuend, lindernd, fast schon sehnsüchtig erwartend. Und zunächst fühlt ihr euch allein. Das Erste, was aus diesem Nichts auftaucht, ist ein einzelner, kleiner, blauer, pulsierender Stern. In absoluter Schwärze. Und dann folgen weitere kleine blaue Lichtpunkte. Ein Nachthimmel scheint sich aufzutun. Und ihr seid für euch alle einzeln getrennt voneinander und doch gefühlsmäßig zusammen gerade einen großen Kampf gegen etwas, was seit ihr denken könnt, in euch ruht.
und als Gargaok den ersten Atemzug in dieser Schwärze tut, spürst du, wie du nüstern bläst. Und deine Gestalt, die eines riesigen Rubindrachen ist. Glänzend. Ähnlich wie das Monstrum, was du gerade bekämpft hast. Und du schwebst im Orkus dieses Nichts, dieses Himmels. Und blickst dich um. Und siehst unweit von dir entfernt einen amethystfarbenen Drachen, Mycroft, schwebend. Ein starkes, strahlendes Violett. Und als du weiter schaust, siehst du einen smaragdfarbenen, grünen Drachen mit Tentakeln hinten an den Schuppen. Einst Avicenna. Und einen bernsteinfarbenen, goldenen Drachen mit geschwungenen Hörnern. Aber sehe ich dumm aus. Sieht fröhlich aus. Und der Silberblick ist doch gut. Und was man den Überblick hat. Der hat auf jeden Fall auch nochmal einen Pilz gerufen. Nein, du Drecksau. Einen opalen, schwarz-blauen Drachen im Ort. Also meiner hat definitiv auch nochmal einen Pilz geleckt vorher, ey. Und so schwebt ihr in diesem schwarzen Nichts, diesem Sternbild, dieser Form. Und dann tut sich aus dem Stern heraus eine Gestalt auf. Gesichtslos, blau, strahlend, riesig. Steht sie vor euch, schwebt im Nichts, wird Teil von diesem Schwärze. Und spricht zu euch. Kinder einer lebenden Welt. Bruchstücke einer sterbenden Welt. Ihr habt all mein Leid ertragen, das ich euch aufgebürdet habe. Verzeiht mir. Ich wollte euch führen, doch ich habe euch gestoßen. Ich wollte euch leiten, doch ich habe euch gezogen. Ich habe nicht gesehen, was euch quält. Ich habe Schwierigkeiten mit den Dingen, die euch derblich beschäftigen. Und ich habe euch mit einer Macht gesegnet, die euch überfordert. Mehrfach habe ich die Hand euch entgegengestreckt, doch eure eigenen Dämonen waren zu stark. Und mehrfach drohte euch diese Macht und euer Uneins euch zu zerreißen. Es tut mir leid. Viele, die ich zum Zeitpunkt des Sternensturzes erwählt habe, in die ich all meine Hoffnung gebracht habe, sie haben es nicht geschafft. Doch ihr seid am Ende eurer Reise. Ihr habt eure Vergangenheit überwunden, euch eurer Gegenwart entgegengestellt und eure Zukunft liegt vor euch. Ihr seid nun Teil einer Welt, die in Kürze erlöschen wird und sie blickt auf einen einzelnen kleinen blinkenden Stern. Ein Stern, der verglüht, so wie alle Sterne, so wie auch dieser hier irgendwann. Doch nun entlasse ich euch eurem Schicksal und meinem Griff. Und überlasse euch selbst der Macht und dem Willen, der nun frei ist von dem, was euch bisher gehalten. Und eure Entscheidung, was ihr mit diesem Geschenk anfangt. War meine Wahl gut, war meine Wahl schlecht, das wird die Zeit zeigen.
Aber ihr fünf seid die Nachfahren von Eliasar. Ihr fünf seid nicht Götter, nicht Drachen. Und doch tragt ihr Welten in euch. Und die Macht zu verändern, wonach ihr strebt. Nutzt diese Macht gut. Denn in euch ruht, und sie schaut zu Gaga, Taristala, schaut zu Avicenna, Hextor. Sie schaut zu Nimrod, Sharka. Sie schaut zu Mycroft, Nerul. Und zu Xeroth, Vijas. Meine Kinder, die ich vor so vielen Ewigkeiten verloren habe. Ein Funken, ein Splitter, den ihr gerettet habt. Und für diese Tat und euer Vermögen, diese Reise zu Ende zu führen, bin ich euch dankbar. Doch den letzten Schritt werdet ihr allein gehen. Die letzten Schritte werdet ihr für euch bestimmen. Ohne Furcht, aber auch ohne Wahn, ohne Zorn, ohne Unsicherheit und Verwirrung, ohne Gier und ohne Zerstörung und Leid. Als reine Wesen oder als das Gegenteil. Für eine neue Welt oder für eine alte. Oder nur für euch. Mehr kann ich nicht tun. Und die Gestalt wird kleiner. Und mit ihr der Stern in ihrem Zentrum. Und dann verschwindet sie. Und ihr schwebt im Nichts diese Weltenkarte. Ich muss wirklich aufhören, diese Pilze zu nehmen. Wir sehen uns gegenseitig. Ihr seht euch als die Gestalten, die ihr gerade seht. Gigantische, uralte Drachen. Leute, also ihr seht es auch, oder? Und ich sag's nochmal, ich hasse Traumwandern. Ich glaube, das ist kein Traum. Das ist garantiert kein Traum. Du fliegst gerade als Drache im Weltall und du sagst, das ist garantiert kein Traum? Das fühlt sich viel zu echt an. Das fühlt sich echter an, als wenn ich mich in dieses Tier verwandle. Wenn das irgendwie hier kein Traum ist und wir glauben dürfen, was diese Entität gerade zu uns gesagt haben, sind wir Götter gleich. Nicht Götter und nicht Drachen, aber zumindest Götter gleich. Was nicht unbedingt was Schlechtes bedeutet. Wir tragen eine Welt in uns und sind nun frei der Entscheidung, was wir damit tun. Ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Da bist du nicht die Einzige. Ich versuche mal meine Hand auszustrecken nach einem von diesen kleinen Lichtern. Eine riesige Kralle, du führst durch das Licht hindurch. Regel wie in den Minen der Unterstadt. Bitte nichts anfassen. Wir könnten versehentlich ganze Welt vernichten. Ich glaube nicht, dass ihr einem Drachen-Wendergast irgendwas befehlen könnt. Hauser. Drachenhauser, sagt er das. Aus reiner, purer Vernunft. Er hat da ein bisschen recht, das gebe ich ungern zu, aber... Hieß es nicht Gargok wäre eine Drachen? Ich meine, ich muss zugeben, ich habe mir das nicht wirklich wortwörtlich vorgestellt, auch wenn es dir steht, aber... Ich schon. Oh. Aber
Aber sie sieht auch am coolsten aus von uns, muss ich auch mal zugestehen. Was? Siehst du gerade mich an oder siehst du Gaga auch gar nicht? Ich kann das nicht sagen mit deinem Silberblick. Keine Ahnung, ihr habt beide noch nichts gesagt. Wer ist denn überhaupt hier wer? Gagaok ist doch die Rote, oder? Ja. Okay, dann sie. Okay, Ja. Was tun wir nun? Wir können nicht ewig hier rumschwirren. Naja, schon, wenn ich sie richtig verstanden habe. Wie sollen wir denn zurückkommen? Weiß nicht, ja, Kann ich denn erkennen, was das für ein Sternbild ist oder wo wir uns ungefähr... Also kann ich erkennen, ob das ein bekannter Sternenhimmel oder ähnliches ist? Du darfst gerne mal würfeln, ja, auf Naturkunde. Okay, Naturkunde. Also schweben wir oder können wir fliegen? Du hast noch nicht dich bewegt, du kannst... Geil, ich probiere mal zu fliegen. Naturkunde. Ja. Ich probiere mal... Nature. Ja, 15. Oh, naja, 15 ist gut. 17, Entschuldigung. Fantastisch. Ja, du erkennst tatsächlich das Sternbild, wenn du, also als erstes ist Julius Xerot, derjenige, der tatsächlich losfliegt. Und als er sich bewegt und du einen Blick auf alle Sterne wirbelst, siehst du, dass das Sternbild Mystra ist. Bestehend aus Vijas, Shaka, Nerul, Hextor und Taristalla. Mit dem Stern Eliezer. Also du kannst tatsächlich die Konstellation erkennen und der Stern, mit dem alles angefangen hat, aus dem der Komet, die Meteore hinuntergebrochen ist. Dementsprechend kann ich ja dann wahrscheinlich auch beurteilen, wo unsere Welt liegt. Ja, du schaust ins Nichts hinein und würdest sagen, dass Ovea tatsächlich dann da in einer anderen Sternkonstellation sitzt. Ja. Okay, ich drehe mich um, zeig den Leuten das. Was wir wieder zurück möchten... Rover liegt dort entlang. Dieser das Stern. Ich zeige einfach auf diesen Stern und keiner kann erkennen, welcher das genau gemeint ist. In einem Cluster, ja. Leute, bewegt euch doch mal, das macht unglaublich Spaß. Ich würde auf diese kleine, auf dieses Nerul, also in Richtung von dem Nerul-Schriftzug, und dann will ich mal was versuchen. Ja. Ich habe ja vorhin durch dieses Licht einfach durchgefasst. Ich würde jetzt ganz vorsichtig, so wie ich die Dinge anfasse, wenn ich sehen will, was ihre Vergangenheit ist. Eine so eine Drachenkralle an dieses Licht dranlegen. Nicht anfassen! Erneut würdest du sagen, du bist nicht im Weltraum oder im Himmel, sondern du bist immer noch in dem, was nach eurem Kampf im Kopf passiert ist. Immer noch im Ritual. Ich weiß, Hauser mag keine Traumreisen. Ich hasse Traumreisen. Aber vielleicht können wir zurück traumreisen. Ich denke, dazu brauchen wir euch, Gaga. Wir sind in einem Traum und versuchen jetzt aus dem Traum zurück traumreisen. Ich dachte, wir sind nicht in einem Traum, ihr verwirrt mich. Ich finde, das fühlt sich echt an. Das hast du gesagt. Ja, das hat Mycroft. Ja, stimmt. Dumm von mir. Vertrauen wir dem magisch Unbegabtesten an dieser ganzen Situation und zu beurteilen, ob das ein Traum war oder nicht. Gaga. Können wir aufwachen? Versuchen wir es. Und ich strecke die Hände aus. Oh, ja, riesige Krallen. Und Avi ist neben dir und greift eine Kralle. Würde ich neben Avicenna fliegen mit einer Barrel Roll und dann... Hauser, sag mal hoch. Na gut. Ich mache mal nochmal einen Umweg und mache nochmal einen Salto oder so. Ich komm total unbeholfen, weil ich überhaupt nicht mit diesem Kräft klarkomme. Deswegen habe ich mich nicht bewegt. Nimrod kommt rückwärts. Ihr verpasst was. Nimrod kommt rückwärts geflogen. Ja. Sehr elegant. Also wenn ich darüber keinen Song schreiben darf, dann seid ihr alle verflucht. Und ihr seht, wie Gargau kurz die Augen schließt und wieder aufreißt. Wie seid ihr denn hier hingekommen?
was vom Kampfplatz und vom Lager der Orks übrig geblieben ist, ist die ausgehobene Grube. Und wie auch immer ihr hier reingekommen seid, ihr seid in der Kampfgrube, die vor kurzem, also die nochmal irgendwann eine Bühne war. Denn Zeit ist auch schwer zu fassen. Momentan zumindest ist Mond. Schwarze das Nacht. War aber länger als 2 Minuten. Oh, das waren verdammt lange 2 Minuten. Ich hasse diese Scheiße. Und wir sind auch nicht da, wo wir eingeschlafen sind. Das gesamte Lager ist abgerissen. Es sind ich sehe Avicenna zweimal. Aber es ist kein Zeichen mehr da, dass hier irgendwelche Orks hausen. Wo ist die Horde hin? Oh nein. Wie lange waren wir? Uah, Avicenna zweimal, ist ja grauenhaft. Haben die uns veräppelt? Sie sind doch nicht ohne uns zum Wall. Xerod ist gar nicht da, du kannst gar nicht. Doch, Xerod ist da oben. Die ist da oben. Ich bin, also da, ich bin da schon vertrauter als ihr mit sowas. Also Leute, ich muss jetzt aus gegebenem Anlass aber nochmal fragen, ihr habt das gerade alles, also wir waren gerade Drachen, oder war das, Drachen. War das nur ich? Okay, gut, dann. Trotzdem. Dann kann ich ja so weitermachen. Nein! Finger weg von den verdammten Pilzen. Eine Göttin hat uns mit den Namen bezeichnet, die wir in dem Tempel gefunden haben. Mit den Namen der alten Götter. Mit den Namen Götter. Ihrer Kinder. Ja. Den Namen der Hand. Was war mit der los, hä? Am I right? Das war Mistras Sanghuf. Okay. Ja. Wir haben 2 Mysterien, die wir jetzt aufklären müssen. Nummer 1, was zum Teufel ist gerade passiert? Und Nummer 2, wo sind alle hin? Und warum haben sie uns hier gelassen? Anscheinend ist irgendwas schiefgelaufen oder genau richtig. Aber warum sollte dann keiner mehr hier sein? Ich habe dieser Alten nie vertraut. 3 Minuten. Wir wissen doch den Weg zu dem eigentlichen Ritualplatz. Vielleicht sollten wir einfach dahin, denn hier ist ja scheinbar niemand. Ist eine sehr gute Idee, dann gehen wir doch zusammen. Tatsächlich eine gute Idee. Oh Mann. Ich rufe nach Bjorn, während wir laufen. Zwerflon! Vielleicht haben sie ihn ja irgendwo zurückgelassen. Ja, ja. Es ist keine Gatter mehr, keine Stelle mehr und. Kein Zwerflon. Bjorn! Tatsächlich, es ist kein weiter Weg, aber als ihr wieder an der Klippe ankommt, mitten in der Nacht mittlerweile. Auch hier kein Zeichen. Das Feuer brennt noch. Also kann es nicht endlos lang her sein. Ganz ehrlich, ich will formale Beschwerde einreichen. Die haben uns einfach zurückgelassen. Wo denn? Formale Beschwerde bei blutrünstigen Orks, nicht für ungut. Die haben auch Regeln. Aber die können nichts für ungut. Und so blödrünstig waren sie bisher gar nicht. Kannst du einen Teleportkreis machen? Ich kann aktuell nicht mal kaum gerade stehen. Also kannst nein. Vielleicht mit einem arkanen Blick versuchen herauszufinden, ob sie uns zurückgelassen haben oder wir sie. Kann er nicht. Er rennt. Hast du jetzt mich gemeint? Sorry, ich muss nämlich dringend aufs Klo. Alles ist gut, ja. Okay, dann würde ich noch ganz kurz keine Dinge und dann bin ich ganz, ganz kurz sehr konzentriert. Oh. Nein. Nicht so richtig konzentriert. Nein, dann konzentriere ich mich jetzt mal ganz kurz. Ich versuche diese Feuerschale mal, also vorsichtig. Was hat die Feuerschale gesehen so, vorgestern? Ja, du tastest sie an, einen Weisheitsrettungswurf. Das ist doch meine Achillesferse, aber es ist eine 18 gewesen diesmal. Du siehst euch 5 da stehen. Du siehst die Feuerstahle blau flammen. Du siehst neben dir Jetta, die das Ritual macht und euch in diesen Dampf einhüllt. Du siehst den Kahn stehen und dann schickt sie den Dampf und ihr 5 seid weg. Und Jetta lässt die Arme sinken, die anderen Orks auch. Du hörst orkisch, und ein Goblin läuft runter und schaut anscheinend durch den Sinn. Wie kann du dir ran? Oder genug kann ich hin? Mordera, König, Morgs, Schuppen, Pantech, Morgs,
war nicht und geplant. Die Orks verstreuen sich und dann siehst du, wie tatsächlich die Sonne untergeht. Nachthimmel, die Sonne aufgeht und nochmal untergeht. Und dann bist du an Ort und Stelle unter dem Mond, in dem du jetzt stehst. 2 Tage. Haben wir das zwei? Nein, nur Minecraft. Das ist 2 Tage her, seit wir sind verschwunden. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. 2 Tage? Ich glaube, die alte Schamanin hat nicht damit gerechnet, was passiert ist. Wir sind 2 Tage hinter der Horde. Das ist anders als 2 Minuten. Aber die sind viele und langsam. Wir können sie einholen. Aber wir haben Bjorn doch gar nicht mehr. Das ist außerdem ganz schön der Betrug, den sollten wir zurückholen. Fliegen wir? Nein. Und Avi grinst breit.